Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie natürlich hier sehr, sehr herzlich. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und natürlich begrüße ich alle Keynote-Speakers, Gäste, Diskutanten. Es ist, denke ich, das ist ein sehr wichtiger Tag für uns alle, weil es handelt sich um ein wichtiges Thema, die Digitalisierung global und nachhaltig. So, im Namen der Umweltpreisträger und im Namen der Rat der Umweltpreisträger der DBU, im Namen von Herrn Bottermann, Generalsekretär der DBU und sein Team unter der Leitung von Felix Gruber, möchte ich Ihnen alle herzlich hier begrüßen. Und natürlich ist es ein wichtiger Tag, weil wir hier als Rat der Umweltpreisträger versucht haben, in der Vergangenheit bestimmte Themen zu diskutieren, einem Tag vor der Preisverleihung, was sie morgen auch hier stattfinden wird. Rat der Umweltpreisträger haben natürlich generell die Umweltpreisträger, wir haben tolle Persönlichkeit hier und wir wollen gerne bestimmte Themen, die für die Gesellschaft relevant sind, diskutieren. Und Sie sehen, wie viel Preisverleihungen stattgefunden haben in der Vergangenheit und das ist großartig. Dieses Potenzial zu nutzen ist für uns extrem wichtig. Was haben wir getan in den letzten 5 Jahren? Wir haben versucht, die Themen, die für die Gesellschaft von Interesse sind, zu diskutieren. Sie sehen, wir waren in den letzten 5 Jahren auch sehr innovativ. Wir haben über Mobilität gesprochen, über Zukunft der Mobilität. Dann haben wir auch über Nachhaltigkeit, über Bioökonomie und 2-mal über Energiewende, war auch ganz toll. Und heute über Digitalisierung. Wenn man überlegt, heute ist ein Rekord. Wir haben über 490 Anmeldungen, was wirklich großartig ist. Wir haben mit 100 angefangen. Man sieht, es lohnt sich, hierher zu kommen, weil wir wollen Impulse für die Zukunft. Wir wollen was bewegen hier in Deutschland. Und unsere Strategie ist immer so, dass wir auch Umweltpreisträger haben wollen, als Keynote-Speaker, als Diskutanten, weil wir hier wirklich viel Potenzial sehen. Und Sie sehen, von Herrn Töpfer bis heute Herr Grieshammer ist heute dabei, sind alle anwesend. Nun, wir haben überlegt, was für ein interessantes Thema gibt, um hier dass wir Zukunft auch gestalten können als Umweltpreisträger, als DBU gemeinsam. Und wir stellen fest, dass die Informationstechnologie hat sich so rasant entwickelt und wenn Sie sehen, 1993 3% wurde alles gespeichert digital und 2007 94 war heute fast alles und deshalb haben wir uns getroffen in Freising mit einer kleinen Gruppe, mit den Alumni und dann DBU und wir stellten fest, analog ist diese Maschine, aber die Zukunft geht digital, da haben wir gesagt, lass uns Richtung Digitalisierung was machen, weil das extrem wichtig ist. Diese Digitalisierung wird uns natürlich unser Leben beeinflussen, unser Leben verändern und innerhalb jetzt 8 Jahre sehen Sie, wie viele Menschen nutzen Facebook, 50 Millionen 2007, 2015 1,4 Milliarden. Das heißt, wir sind wirklich, dass diese Technologie ist eine Revolution und wir erleben diese Revolution und wir wollen diese Revolution oder diese Technologie auch nutzen für die Zukunft. Die Gesellschaft hat sich verändert, wenn Sie sehen, bei Papstwahl, auch innerhalb 8 Jahren, da oben gab es nur einmal so ein kleines Handy und ganz unten alles digital, alles leuchtet und dann iPads und iPhones und Smartphones, das sieht man. So diese Schnelligkeit, diese Information, das läuft so schnell, das ist unglaublich. Und wie soll das weitergehen? Deshalb, ich denke, wir sind heute hier, um darüber zu sprechen. Ja, was für Themen sind wichtig? In welchen Bereichen wird Digitalisierung eine Rolle spielen? Ich denke auf jeden Fall im Bereich Energie. Da wird die Effizienz wird gesteigert. Da sind viele positive Aspekte, wenn man hier sieht. Nachhaltige Ressourcen werden genutzt, auch nachhaltige, natürlich Windenergie, Smart Grids und so weiter. Das heißt, es ist wichtig, dass wir diese Technologie nutzen, um uns auch effizienter zu werden. Industrie 04 und natürlich unsere Arbeitswelt. Wie können wir die Produktionsanlagen vernetzen, die Industrie vernetzen? Wie können wir Prozesse beschleunigen, Energie sparen, schneller arbeiten, günstiger arbeiten? Und wie ist die Kommunikation von Mensch und Maschine? Das sind auch extrem wichtige Themen, weil Deutschland ist führend in Technologien. Technologie made in Germany ist natürlich weltbekannt. Deshalb wir wollen wir auch in der Richtung auch weitermachen. Natürlich gehört dazu die Digitalisierung.
Natürlich, wir werden in Zukunft noch leben. Ist klar, dass Mobilität sehr extrem wichtig ist. Und ich bin so froh, dass Herr Gruber heute da ist. Wie können wir die Mobilität vernetzen? Bahn, Schiffe, Flugzeuge. Und wie können wir diese Verkehrssysteme besser machen, effizienter gestalten, unsere Städte und nachhaltig verändern und Abwässer und so weiter und dann umweltfreundlicher machen das Ganze. Und Sie sehen also, überall, wo wir sind, überall wird Digitalisierung unser Leben beeinflussen. Diese Dinge, ich glaube nicht heute, wir werden über alles sprechen, aber das sind auch interessante Themen, vielleicht für die Zukunft. Wie kann die Digitalisierung Gesundheit verändern, Medizintechnik, die Ernährung, unsere Landwirtschaft? Überall wird sie eine Rolle spielen. Aber heute denke ich, wir werden uns fokussieren auf zwei Themen: Mobilität, Industrie und Energie in diesem Bereich und natürlich Zivilgesellschaft und dieser Einfluss. Ich als Präsident einer Universität bin ich der Meinung, aber Sie sind auch alle in der Meinung, dass Hochschulen eine extrem große Rolle spielen für die Entwicklung dieser Technologien. Und wie durch Digitalisierung, das ist eine Revolution wirklich für die Bildung. Und wenn Deutschland nicht aufpasst, dann haben wir den Anschluss verpassen. Im Moment werden über 2 Milliarden Euro 2014 eingesetzt für die Bildung und Digitalisierung. Und Deutschland ist leider in der ersten Halbzeit, wir sind ganz unten, wir haben noch nicht gewonnen, aber wir haben zweite Halbzeit vielleicht, wir werden da in der Richtung was tun. Auf jeden Fall, Wissen muss zugänglich gemacht werden durch die Digitalisierung. Man kann wirklich viel erreichen und wir wollen viele Menschen auch die Gelegenheit haben, am Wissen ranzukommen. Wichtig ist die Vernetzung dieses Wissens und was extrem wichtig ist, sind Kompetenzen zu vermitteln. Das ist das Problem. Im Moment, Wissen verdoppelt sich ungefähr, sagt man, 1 bis 1,5 Jahren. 2050, Wissen wird sich verdoppeln in einem Tag. Wie wollen Sie damit umgehen? Das heißt, Hochschulen müssen auch jetzt Wege finden, um Kompetenzen zu vermitteln. Was wir tun jetzt in Hamburg Open Online University, wir haben jetzt seit einem Jahr ein großes Programm. Wir versuchen, die Schulen links, die sind geschlossene Hochschulen, wir vernetzen diese Hochschulen durch neue Technologien, durch Digitalisierung, die Projekte, man lernt nicht mehr nur online oder durch MOOCs und PUCs, wie man das gibt, Massive Online Courses, sondern Projektarbeit, Kompetenzen vermitteln. Und ich denke, durch diese neue Technologien werden wir viel erreichen. Und das ist die Basis für die Zukunft. Jetzt komme ich zu Chancen und Risiken. Klar, ich habe kurz erwähnt, wie groß die Chancen sind. Wir haben heute Zeit, darüber zu diskutieren. Und Digitalisierung, nachhaltige Entwicklung wird extrem wichtig sein. Ich denke, das ist, müssen wir überlegen, wie geht es weiter. Welche Rahmenbedingungen müssen wir hierfür schaffen? Das ist auch, ich erwarte von Ihnen Impulse, vielleicht auch von den Rednern. Und ermöglicht neue Formen der Bildung, eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Da sind viele Chancen, aber da sind auch einige Risiken. Aber die Chancen sind viel größer als die Risiken. Wie kann unsere Digitalisierung unsere Gesellschaftsentwicklung beeinflussen? Und wie gehen wir mit dem Verlust von Privatsphäre, gelesener Mensch um und wie Bildung weltweit zu einem kommerziellen Gut werden kann. Das sind einige Fragen und ich denke, ich werde weitergeben. Ich sollte 8 Minuten sprechen, ich habe 8,5 Minuten gesprochen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen tollen Nachmittag. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Digitalisierung, global ein Megatrend, große Worte. Es gibt allerdings auch skeptisch. Vor einiger Zeit in der FAZ, viele Mittelständler fühlen sich von der Digitalisierung bedroht. In der Welt, Großbaustelle Digitalisierung, Deutschland droht den Anschluss zu verlieren. Der OECD-Bildungsdirektor Schleicher in der FAZ. Wo Computer in Klassenzimmern genutzt werden, sind ihre Auswirkungen auf die Leistungen von Schülern bestenfalls gemischt. Und schließlich in der Süddeutschen Zeitung vor wenigen Wochen, Deutschland hat die erste Halbzeit im großen Zukunftsspiel deutlich verloren. Dagegen sagt Karl-Heinz Streibig, Vorstandsvorsitzender der Software AG, kurz und bündig, keine Digitalisierung,
keine Zukunft. Prominente und herausragende Experten werden uns heute sagen, wohin die Digitalisierungsreise geht. Ich habe die große Ehre, Ihnen die beiden ersten Experten vorzustellen. Die Moderation der Fachdiskussion traue ich mir nicht zu, da mir bei der Bedienung meines neuen iPad immer noch mein 10-jähriger Enkel helfen muss. Die Fachdiskussion wird ein Profi moderieren. Sehr geehrte liebe Frau Müller, der Rat der Umweltpreisträger fühlt sich sehr geehrt, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Hildegard Müller ist seit Oktober 2008 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Frau Müller begann ihren Berufsweg bei der Dresdner Bank. Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau studierte die Rheinländerin Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Düsseldorf. Die Diplomkauffrau war dann bei der Dresdner Bank, zuletzt als Abteilungsdirektorin. Ab 2002 vertrat Müller ihre Heimatstadt Düsseldorf als Abgeordnete im Deutschen Bundestag. 2005 wurde sie zur Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin ernannt. Dort verantwortete sie die Bund-Länder-Koordination der Bundesregierung sowie das Thema Bürokratieabbau. Frau Müller ist Mutter einer Tochter und engagiert sich in mehreren Ehrenämtern. Sie ist unter anderem Mitglied im Vorstand von UNICEF Deutschland und im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Zudem ist sie Vorsitzende des deutschen Freundeskreises Yad Vashem sowie Präsidentin der deutsch-israelischen Wirtschaftsvereinigung. Frau Müller spricht über das Thema Digitalisierung der Energiewirtschaft. Frau Müller. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Je länger der Lebenslauf wird, desto mehr weiß man, dass das Lebensalter auch voransteigt. Und mit dem iPad, ich glaube, die Erfahrung machen wir fast alle. Meine 9-jährige Tochter zeigt mir auch täglich neue Dinge, die man damit veranstalten kann. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Sie haben ein spannendes Thema, glaube ich, gewählt für dieses Jahr, das wir sicherlich nicht auch heute zum ersten und zum abschließenden Mal behandeln werden. Denn die Digitalisierung bedeutet, das ist, glaube ich, eben schon deutlich geworden, eine umfassende Transformation aller Systeme. Ich rate uns, das bei aller Bewusstheit, um die Risiken auch mit seinen Chancen aktiv anzugehen. Das will ich an dieser Stelle deutlich sagen. Aber auch in dem Wissen, dass gewisse Prozesse zwar von uns gesteuert werden können und klug in Richtungen entwickelt werden können, aber aufhalten wird sich technologische Entwicklung nicht lassen. So gab es mal jemanden, der Autos im Wesentlichen mit erfunden hat, Herr Daimler, der gesagt hat, es gibt eine natürliche Grenze für Autos, die liegt bei 100.000. Warum? Weil wir nicht mehr Chauffeure haben. Also Sie sehen, in der Frage von Entwicklungspotenzial sollte man nie zu bescheiden selber auch sein und wie gesagt die Chancen auch sehen. Mit dem Blick auf die Energiewirtschaft ist das Thema insofern neu, nicht, dass wir hier mit neuen Technologien alleine zu tun haben. Wir haben zwei Transformationen eigentlich im Wesentlichen, die gemeinsam kommen. Einmal die Energiewende mit all ihren Herausforderungen und zum anderen das Thema Digitalisierung. Das wird einiges in dem Thema der Energiewende auch positiv unterstützen und beschleunigen. Aber es verkompliziert natürlich auch die Transformation und es ist auch für Unternehmen, die schon einen Veränderungsprozess haben, nicht leicht, bis hin zu so banalen Dingen wie die Liquidität, die man auch haben muss, um manche Prozesse und Entwicklungen dort zu steuern, dann auch noch in einer Zeit zu machen. Und da nichts vorwettbewerblich ist, sondern dass jetzt auch eine Zeit ist, in der über Marktrollen natürlich auch Zukunftschancen und Geschäftsmodelle am Ende des Tages entwickelt werden, ist das jetzt die spannende Zeit und das sind jetzt die spannenden Jahre. Wie gesagt, zuerst haben wir einmal die Entwicklung hin zu mehr Energie aus erneuerbaren Ressourcen. Sie kennen alle diese gezielte Umstellung besser, das muss ich hier nicht sagen, unter dem Namen der Energiewende. Und zweitens Thema flächendeckenderer Einsatz digitaler Technologien. Das sind in weiten Teilen zwei Seiten der einen und derselben Medaille und damit auch ganz entscheidend, ich bin da übrigens nicht so pessimistisch mit der ersten und der zweiten Halbzeit und so weiter. Also ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille und natürlich ganz existenziell und wesentlich für einen zukunftstauglichen und nachhaltigen auch Wirtschaftsstandort Deutschland.
Wir haben halt verschiedene Trends und Entwicklungen, die ineinander greifen bei dem Thema Energiewende und Digitalisierung. Zum einen durch die massive Vernetzung zwischen beiden Bereichen. Nur mit Hilfe der Digitalisierung lässt sich überhaupt die Komplexität der neuen, zunehmend dezentralen Energiewelt von heute und morgen steuern. Und je dezentraler es wird, umso mehr bedarf es vielleicht auch Steuerungselemente, die nicht nur dezentral auch sind. Denn das System muss in seiner Komplexheit natürlich auch zusammen funktionieren. Es wird keine Millionen von Insellösungen geben. Bei aller Selbstversorgung, bei all diesen Trends muss das Gesamtsystem am Ende des Tages vernetzt werden. Ich sage später auch noch was dazu. Durch die sehr viel verstärkere Bedeutung von Daten und datengesteuerten Systemen. Zweitens ist es ein ganz wichtiger Punkt, was für Google Suchanfragen sind, sind für uns zum Beispiel millionenfach anfallende Wetter- und Verbrauchsdaten, um auch natürlich das System in seiner Gesamtheit stabil halten zu können. Auch zu schauen, wie gehe ich mit diesem Anteil fluktuierender Energien zum Beispiel um, die zwar mittlerweile 33% im Durchschnitt Anteil an der Erzeugung haben, aber ich sage jetzt mal fast zwischen 0 und 100% ist alles dabei in bestimmten Zeiten mit extrem kurzen Schwankungszeiten. Und auf das muss ein System natürlich reagieren können. Deshalb sind solche Wetterdaten oder anderes für uns ganz existenziell. Und drittens, und das wird, glaube ich, eine der zentralen Schlüsselfragen, natürlich auch durch eine viel stärkere Kundenorientierung und Kundenmacht auch als bisher. Also der Versorger, der gewährt hat, zuverlässig, wie wir glauben, und auch kompetent in dem, was wir tun, der kriegt eine ganz neue und andere Marktrolle, weil der Kunde sich in seinem Selbstbewusstsein viel stärker verändern wird. Denn noch vor 10 Jahren versorgten rund 130 mittlere und große Kraftwerke fast komplett Deutschland mit Strom. Diese Kraftwerke standen auch in relativer Nähe zu den Lastzentren im Süden und Westen der Republik. Dagegen erscheint die Energielandkarte heute wie aus einer anderen Welt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien hat sich, wie ich sagte, rasant entwickelt. Eine Erhebung aus diesem Jahr hat ergeben von uns, dass rund 1,5 Millionen Anlagen in Deutschland Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Zugleich gehen Jahr für Jahr ältere Kraftwerke und Atommeiler vom Netz. Da haben wir nicht nur 11.500 Mal mehr Anlagen als früher, Tendenz steigend. Natürlich steigt damit auch der Grad der Komplexität des Gesamtsystems, wie ich eben, glaube ich, aufgezeigt habe, schon an. Es leiten sich zahlreiche Änderungen und Herausforderungen ab, die mit der Digitalisierung in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen und die auch nur durch Innovationen am Ende des Tages werden bewältigt werden können. Zunächst bedeutet das für uns in allererster Linie die Transformation unserer Stromnetze. Sie sind das Nervensystem und eine zentrale Voraussetzung für unsere angestrebte Energiewende. Damit spreche ich nicht in erster Linie nur von Neubau. Ich weiß, dass der sehr diskutiert ist, auch im Land. Aber die Ertüchtigung und Anpassen unserer Netze ist von überragender Bedeutung. Denn unsere bestehenden Anlagen waren nie auf die Zahl und Fahrweise der modernen erneuerbaren Energien mit ihren schwankenden Einspeisungen ausgelegt. Insbesondere die Verteilnetze haben hier auch eine ganz veränderte Rolle und eine neue Art der Versorgung unserer Kunden. Bisher können Sie sich das als Einbahnstraßensysteme vorstellen, die den Kunden Strom gebracht haben. Sie können sich die Übertragungsnetze dagegen wie Autobahnen vorstellen, die immer schon auch in der Komplexität größer unterwegs waren. In Zukunft wird es keine Einbahnstraße mehr sein, sondern eine Bundesstraße. Der Kunde wird einspeisen und er wird aber auch beziehen. Er entwickelt sich damit zum Prosumer, der mal erzeugt und produziert und mal Konsument auch bleibt. Und diese Vielfalt macht natürlich allein zum Beispiel in den Verteilnetzen in den nächsten 10 Jahren Investitionen in Höhe von rund 25 Milliarden Euro notwendig. In zahlreichen erzeugungsstarken Gegenden Deutschlands wie Nord- und Ostdeutschland übersteigt heute im Übrigen bereits die installierte Leistung der erneuerbaren Energien die regionale Last, also den örtlichen Bedarf, um ein Vielfaches. Das erfordert eine ganz neue Kommunikation auch zwischen Verteilnetz und Übertragungsnetzbetreibern, wenn wir den Strom nicht abregeln wollen, sondern auch dann zu den Verbrauchszentren hinbringen wollen. Ich glaube nicht, dass spontan die gesamte industrielle Kompetenz Deutschlands sich regional wird verlagern. Wir müssen übrigens aufpassen, dass es sich da nicht nur regional innerhalb Deutschlands verlagert, sondern auch die globalen Effekte halt natürlich sehen, die dort sind. Wir müssen also überlegen, wie wir diese verschiedenen Laststandorte jetzt zusammenbringen. Und das bedarf einer ganz neuen Frage auch bei der Systemsicherheit, der Netzplanung und nicht zuletzt dann auch beim Datenaustausch. Die Abstimmung schwankender Erzeugungsmengen aus erneuerbaren und der bedarfsabhängigen Einspeisung in unsere Netze ist also von herausragender Bedeutung. War die Energiewelt von früher ein großer Teich mit relativ konstanter Strommenge, schwankt heute der Inhalt dieses Teiches erheblich. Mal drunter unter den kritischen Pegel zu fallen, mal muss die Menge kontrolliert
übers Ufer abgeleitet werden oder besser gesagt per Stromleitung über die Landesgrenzen oder in Speicher hineingehen. Unsere Nachbarn im Ausland macht diese Situation übrigens nicht immer ganz glücklich, weil der Strom kein Schengen kennt und sich natürlich seine Wege durch die Netze hier auch sucht. Dank digitaler und intelligenter Netze, sogenannter Smart Grids, können wir in Zukunft Erzeugung und Verbrauch räumlich und zeitlich präziser vorhersagen und damit auch besser steuern. Mit Blick auf die volatile Erzeugung spielt die Digitalisierung zweitens für die sogenannten Flexibilitätsoptionen eine ganz wichtige Rolle in der Energiewirtschaft, wie Speicher zum Beispiel. Solche Flexibilitätsoptionen ermöglichen zum einen einen Brückenschlag zwischen Wind, Sonne und den konventionellen Erzeugungsarten. Zum anderen entsprechen sie natürlich aber auch dem wandelnden Kundenbedürfnis. Energie und die Art ihres Bezugs ist auch Ausdruck des modernen Zeitgeistes geworden. Sie interessieren sich als Kunden nicht nur für die Herkunft ihrer Energie. In zunehmendem Maße, ich habe das eben gesagt, produziert man auch selber Energie. Schon heute wird jede dritte Solaranlage mit einem Lithium-Ionen-Speicher ausgeliefert. In deutschen Haushalten befinden sich bereits 20.000 Photovoltaik-Batteriespeicher. Ob manchmal nicht größere Stadtteillösungen intelligenter werden oder gerade in der Frage von Urbanität hier auch zentrale Chancen liegen, Stadtteile und ihr Verbrauchsverhalten intelligent miteinander zu vernetzen, ist zum Beispiel eine der spannenden Fragen, vor der jetzt stehen. Aktuell zum Beispiel auch zur Diskussion die Möglichkeiten mit Begriff auf den Bereich der Elektromobilität. Selbst wenn man immer jetzt so scherzhaft sagt, 1 Million Autos wird es nicht geben, aber trotzdem wird in der Elektromobilität ein ganz zentraler Schlüssel hier liegen. Wir sollten also eng auch dabei bleiben. Wir gehen hier schon mit dem Potenzial und den Ausgleichsmöglichkeiten und am Ende auch mal mit Rückspeisemöglichkeiten, wenn Sie das Auto nicht brauchen, im Gigawattbereich aus. Und das ist natürlich ein erhebliches am Potenzial, was da vorhanden ist. Das mag Zukunftsmusik erscheinen, aber Sie haben eben gesagt, in Zukunft verdoppelt sich das Wissen täglich. Insofern werden wir auch hier natürlich enorme Technologiesprünge erleben. Grundlage dafür ist abermals die Digitalisierung. Maßgeschneiderte, softwarebasierte Prozesse lassen die enorm vielfältigen Steuerungs-, Verbrauchs- und Abrechnungsprozesse am Ende des Tages auch nur managen. Die banale Frage, an jeder Stromtankstelle tanken zu können, ohne bei dem Energieversorger zu sein, ist eine ganz wichtige. Und all diese Fragen stellen sich dort. Und schließlich lassen sich nur mit Hilfe der Digitalisierung zukünftig, ich habe das bereits erwähnt, hochkomplexe Wetterdaten einbauen in dieses System und damit natürlich auch dann, Netzbefehle steuern, die die Intelligenz des Systems voranbringen. Also Digitalisierung, Netzausbau, Flexibilität und Kopplung der verschiedenen Energiebereiche, das sind Teilbereiche einer modernen und effizienten Energiewelt von morgen. Von daher ist die Digitalisierung für uns ein Lebensnerv. Und wir müssen natürlich das auch sehen vor dem Hintergrund der, der Herausforderung auf anderer Seite. Wir haben in einigen Bereichen, da ist die Digitalisierung sehr weit fortgeschritten, im Bereich Stromhandel, im Bereich der Übertragungsnetze und vieles anderes mehr. Im Handel werden Stromverträge bereits zum Großteil übers Internet abgeschlossen. Die digitale Vernetzung bei den Übertragungsnetzbetreibern von Systemen, vor allem zur Kontrolle und zielgenauen Bereitstellung von Strom, gehört heute auch schon zum Tagesgeschäft. Da haben wir schon vieles erreicht. Aber zum Beispiel in der Frage der Digitalisierung des Gesamtbereiches bleibt noch vieles zu tun. Am Mittwoch war im Kabinett ein Gesetz zur Digitalisierung. Viele Fragen sind dort noch nicht beantwortet. Manche Marktentscheidung ist dort nicht glücklich getroffen. Zum Beispiel die Übertragungsnetzbetreiber im Verhältnis zu den Verteilnetzbetreibern, zu sehr gestärkt. Aber der Ausbau intelligenter Zähler, der Smart Meter, das Lastmanagement, die richtigen Fragen sind in diesem Bereich gestellt, um auch zum Beispiel über variable Tarife am Ende des Tages auch dem Endverbraucher über ein Haupt ein Interesse zu geben, da noch mit dran zu wechseln. Und solche Potenziale am Ende des Tages zu heben, müssen wir uns in der Energiewirtschaft bewusst sein, dass wir nicht nur im Wettbewerb untereinander stehen. Da ist es übrigens nicht so, dass die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen werden die Langsamen fressen, wenn ich das mal so sagen darf. Kleine, flexible Einheiten werden große Chancen haben, Lösungen zu entwickeln und dort auch weiterzukommen. Aber wir brauchen natürlich trotz allem auch Investitionen. Investitionen jetzt in einer Zeit, in der auch viele Energieversorger durch die Energiewende natürlich auch mit erheblichen finanziellen Folgen zu kämpfen haben. 70% derer, die konventionell Energie erzeugen, noch dramatischer übrigens im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung, eigentlich einer idealen Begleitung für die Energiewende. 70% der Erzeuger sagen, sie verdienen mit der Erzeugung kein Geld mehr.
Die Reaktion der Politik sind eher Abschaltverbote, die dann auch immer noch kein Geschäftsmodell darstellen. Und bei aller gewünschten Transformation muss natürlich das Gesamtsystem auch aufrechterhalten werden. Wir werden auch auf lange noch flexible, moderne Kraftwerke brauchen. Die erhalten zurzeit keinen Anreiz. Da wird dann davon gesprochen, dass der Markt das richten muss. Ich bin eine große Anhängerin des Marktes. Nur auf jede Herausforderung reagiert Politik zurzeit mit Regulierung. Und den Markt entdeckt sie dann für den Teil der Residuallast. Das, glaube ich, wird nicht aufgehen. Hier wird man nochmal neu nachdenken müssen. Die zentralen Herausforderungen sind dort nicht beantwortet. Und damit geht es mir überhaupt nicht um den Erhalt bestehender Geschäftsmodelle. Meine Unternehmen wissen, vielleicht kann der eine oder andere sagen, zu spät, aber in dieser Situation früher als andere Branchen, dass die Geschäftsmodelle der Zukunft sich komplett verändern werden. Ob und wie aber überhaupt Geschäftsmodelle entstehen, ist eine große und eine spannende Frage für diese gesamte Branche, die ja auch, wiederum sagt, auch viele Bereiche trägt. Ich will nur noch zwei, drei Bereiche anreizen, weil ich glaube schon, es ist eine nette Dame mit einem Zettel, sie hat ihn Gott sei Dank noch nicht hochgehalten, aber viel Zeit habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich will noch ansprechen, A, dass wir natürlich auch Wettbewerb von außen bekommen werden. Wenn wir manchmal, auch in der Plattform Industrie 4.0, in der ich mitarbeiten darf, habe ich das Gefühl, da werden noch ein bisschen die alten industriepolitischen Schlachten geschlagen. Längst erkennen müssen, dass um uns herum Wettbewerber auch aus anderen Ländern kommen, die dort aktiv sind, in den Markt hineindrängen, Software- und Technologielösungen entwickeln. Und trotzdem sehe ich auf der anderen Seite eine enorme Stärke auch unseres Standortes, die Ingenieure, die Techniker, aber auch die Wissenschaftler an den Forschungsinstituten, bei Fraunhofer, bei Helmholtz, in anderen Bereichen auch, die wirklich tolle Entwicklungen, tolle Lösungen dort auch haben und schon entwickelt haben. Also deshalb bin ich nicht so der Meinung, wir müssen so pessimistisch sein. Wir müssen das System nur intelligent jetzt vernetzen. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Und eine ganz spannende Frage, das werden wir sicherlich gleich auch in der Diskussion ein bisschen erörtern, wird natürlich die Frage auch der Sicherheit sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Frage, die schon angerissen worden ist mit den Leitfragen von Datenschutz, der Transparenz und des Wissens auch darüber. Aber es werden natürlich auch eine Million neuer Zugänge entstehen, dieses System auch zu gefährden. Ich sage das offen. Heute können Sie eine Netzkarte im Bereich der Wasserversorgung genauso im Internet finden wie im Bereich der Stromversorgung. Durch die vielen dezentralen Punkte haben Sie natürlich viel mehr Andockmöglichkeiten, so ein System auch zu destabilisieren, zu infiltrieren. Und deshalb wird es da auch enorme technische Herausforderungen geben, das System auch sicher und schützenswert zu machen. Ich glaube, das ist in einer Zeit, wo wir uns auch in unserem Land vor Augen halten müssen, dass asymmetrische auch Herausforderungen und Bedrohungslagen zunehmen werden. Also auch hier eine Möglichkeit und aber auch eine Notwendigkeit, das System umzubauen. Vielleicht kommt es uns entgegen, dass diese beiden Herausforderungen in der Energiewirtschaft jetzt zusammenfallen, da wir sowieso in einem Wandel, in einem Prozess sind, auch begriffen haben, dass das passieren muss. Besteht jetzt die Chance, das einzubinden? Ich sage nur, der Stressfaktor, wenn ich das mal so sagen darf, in der Energiewirtschaft ist auch außerordentlich hoch. In wenigen Jahren müssen jetzt hochkomplexe Richtungsentscheidungen hier getroffen werden. Eine spannende Zeit, was will man mehr? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus